Hallöchen, meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Jetzt hat es geklappt, gerade habe ich das voll verkackt. Ich bin heute nicht allein, sondern habe Besuch von der lieben Franzi von den Bücherseen. Falls ihr sie noch nicht kennt, ich verlinke sie unten in der Infobox und schaut da gerne mal bei ihr vorbei. Wir wollen euch heute die Top-Neuerscheinungen für die zweite Jahreshälfte vorstellen. Und wenn ihr neugierig seid, dann bleibt jetzt gerne dran. Franzi und ich haben uns fleißig Bücherchen rausgesucht. Wir haben Vorarbeit geleistet. Sind wir nicht gut? Ob das etwas hilft? Wir haben hier zwei dicke Spickzettel. Also eigentlich, bei mir sind es 4 Seiten. Oh, echt? Bei mir sind es nur 2. Ich habe eine größere Schrift. Ja. Weil ich das einfach nur kopiere. Copy and paste. Hab ich aber auch gemacht. Und wir stellen euch jetzt gleich ein paar Bücherchen vor. Zweite Bände werden wir nur kurz erwähnen oder Folgebände. Und alles, was erste Reihenanfänge sind, das werden wir euch dann näher gehen. Da sehen die Katze. Katzeninvasion. Eigentlich dürfen die Katzen hier nicht mit hin. Aber weil der Kleine unten schläft, muss ich die Tür auflassen und dann kommen die hier einfach mit rein. Die sind eigentlich nicht eingeladen zu dieser Party, aber hier. Interessiert sie nicht. Interessiert sie nicht, nein. Und es ist auch so, oh, ich war hier so selten oben, ich muss alles beschnüffeln. Okay, lasst uns mal einfach durchstarten. Fangen wir an, ja, womit auch immer. Okay, am 16.09. erscheint Die Gabe des Winters von Mara Erlbach, was sehr winterlich klingt, also da dann schon September ist, kann man das dann bald anfangen, so zu lesen, ne? Da erscheinen ja auch immer die ersten Weihnachtsbücher, also ja, so September, Oktober. Es geht um das Land Aria, was, so wie ich das verstehe, von Schnee und Eis bedeckt ist seit dem großen Schnee. Und seitdem haben auch alle Menschen dort ihre magischen Fähigkeiten verloren. Und ja, alle hoffen halt, dass das irgendwie mal wiederkommt. Und es gibt halt eine Legende über eine rettende Magie, über die Gabe des Winters. Und nach der suchen jetzt alle, doch sämtliche Männer des Landes scheitern daran. Und dann ist es plötzlich an der Protagonistin Nuria, ja, das Unmögliche zu wagen. Sie soll sich in die finstere Burg von Lord Tarik begeben, denn dort kann sie diese Kraft erhalten und so bricht sie heimlich auf und trifft dabei den mächtigen Fürst selbst unerwartet im Wald und er ist sowohl angsteinflößend auch als auch, nee, warte, als auch sehr gut aussehend. Oh. Und ja, schauen wir, wohin das führt. Fantasy. Also ab dieser Zeit im Jahr ist ja wieder so mehr Fantasy-Lesestimmung. Jetzt gerade bin ich total nicht in Fantasy-Stimmung. Nee. Ne? Es ist so irgendwas anderes. Aber es hört sich richtig gut an. Ich hatte das auch schon gesehen und ja. Gerade was Düsteres passt dann sehr gut. Wir verlinken euch natürlich alle genannten Bücher in der Infobox, dann könnt ihr euch das nochmal näher anschauen und wir blenden euch die Cover hier ein, aber das ist ganz schön eng so neben mir, habe ich so dann. Ich drehe mich einfach so seitlich so. Wir springen jetzt aber nochmal zurück, weil ein Buch, was ich hier als erstes auf meiner Liste habe, erscheint schon im Juli. Ich hab das nicht sortiert. Ist nicht so schlimm. Ihr müsst halt jetzt so ein bisschen aufpassen. Es erscheint im Juli und zwar ist das Dark Elements, glühende Gefühle von Jennifer L. Armentrout. Kommt im HarperCollins Verlag raus als Hardcover-Ausgabe für 17 Euro am 9.07.2019. Und wenn ich das recht im Kopf habe, das ist jetzt ohne zu spoilern, geht es in diesem Buch um Zane, also um den besten Freund von Lila. Ist sie Lila? Ich hab's noch nicht gelesen. Ich glaube, sie ist Lila. Die Bücher stehen da, ich könnte gucken, aber nein, machen wir nicht. Aber ich freue mich schon so unglaublich, auch wenn man es jetzt nicht glauben mag. Ich liebe die Bücher. Ross ist ja mein absoluter Held und ja, ich bin gespannt, was da alles so passieren wird, wie die Geschichte um Zane sich verhalten wird. Und Franzi müsste es einfach mal dringend lesen, wenn sie es nicht getan hat. Was ist denn mit dir? Ich wollte erst die Lux-Reihe beenden. Da fehlt noch Band 5, aber ich habe Angst vor Band 5. Weil Band 4 so doch ändert. Ich habe die letztes Jahr beendet. Der war gut, der 5. Ja, ich werde den wohl als Hörbuch hören. Ja, 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 die Hörbücher sind super. Ja, aber ich den 4. auch gehört. Ja, ja, du stehst schon wieder so weit. ebenfalls im September, also mein vorheriges Buch war ja auch aus dem September, erscheint Lovely Curse von Kira Licht und zwar am 28.
Ja, September. Ach so. Denk mir, wenn ich das, wenn das einblende, brauche ich das nicht. Das ist fiffig. Weil dann lese ich ja im Prinzip vor, was ich einblende. Ist ja Quatsch. Weißt du? Weil ich blende es ein in dem Moment, wo ich es sagen würde. Aber ich kenne erzähle. Leute, die hören das nur. Und wenn du es nicht sagst, dann sehen sie es nicht. Gelitten, ihr sollt mich auch angucken. Ach so, okay. Ja, das ist dann Pech, aber ich verlinke auch alles. Da geht es auf jeden Fall um Aria, die ja total verzweifelt ist, weil ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben kommen. Und dann muss sie zu ihrer Tante nach Texas ziehen, in irgendeine kleine Provinz. Und dort hat sie es erstmal ziemlich schwer, denn alle Schüler an ihrer neuen Schule lassen sie erstmal auflaufen und niemand will irgendwas mit ihr zu tun haben. Doch dann trifft sie auf Simon und Simon scheint ein Auge auf sie geworfen zu haben. Und ja, so bessert sich alles, bis Aria eines Morgens plötzlich mit weißblonden Haaren aufwacht. Und sie ist nicht die Einzige. Mehrere Leute haben sich über Nacht verändert, denn eine uralte Prophezeiung greift um sich. Und das Ende der Welt naht und Aria ist eine von 4 Todesfrohen. Boah, ich freue mich da schon so drauf, ne? Wir hatten das eigentlich beide auf der Liste. Aber man braucht es ja nicht doppelt erwähnen, ne? Deswegen, klingt richtig gut. Ja. Ich habe sowieso alle gut klingenden Bücher abgestanden. Was soll das denn heißen? Leute, wir machen das jetzt mal so. Ne? Ihr schreibt es mal gleich in die Kommentare, welche Bücher ihr hier besser fandet. Alle, die wir doppelt hatten, habe ich jetzt auch meine Liste. Jetzt hat sie sich nochmal gerettet, ja. Ist doch so. Ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon total drauf. Ich habe zwar von Kira noch nichts gelesen, aber ich glaube, die Frau schreibt einfach göttlich. Die haut ja jetzt gerade ein Buch nach dem nächsten raus. Da ist ja Schatten und Gold. Ach ja. Gold und Schatten erschienen und dann Sunset Beach, heißt es so? Ja, ich glaube schon. Und ja, jetzt kommt dann das raus und ja, ich freue mich schon so. Oh mein Gott. Klingt gut. Ich habe hier als nächstes New Adult für euch und zwar Show Me the Stars von Kira Moon aus dem KÜSS Verlag, der gehört zu Rowohlt, erscheint am 23.07. Ich springe jetzt nochmal zurück im Juli. Ich bleibe erstmal beim Sommer. Erscheint für 12,99 € als broschierte Ausgabe und dabei geht es um Liv, die einfach gerade ganz dringend eine Auszeit braucht. Sie ist nämlich mega deprimiert, weil sie die Stellenanzeigen durchforsten muss. Nach ihrem Journalistikstudium wollte sie eigentlich direkt durchstarten und die große Karriere beginnen, aber durch ein verpatztes Interview hat sie halt ihren Job verloren. Blöd, würde ich sagen. Und dann findet sie aber eine Anzeige für eine 6-monatige Haussitter-Leuchtturm-Aktion. Also sie soll 6 Monate lang in dieser Anzeige, also nach dieser Anzeige, einen Leuchtturm sitten. Auf einer kleinen Insel in Nähe Irlands. Und ja, das hört sich eigentlich nach einem absoluten Traum und nach der gewünschten Auszeit an. Als sie dann vor ihrem neuen Zuhause steht, trifft sie auf den gut aussehenden Iren, der ihr Herz zum ersten Mal zum Klopfen bringt. Oh, es ist so richtig New Adult, oder? Naja, das ist so die Grundstory. Ich bin gespannt. Ich glaube, die Atmosphäre so klingt richtig und so. Gut. Ja, das kann schon gut werden. Da kommen ja mehrere zu raus. Ich weiß nur nicht, ob sich das die ganze Zeit um die gleichen Figuren dreht oder ob da wieder die Pärchen wechseln. Ich habe es natürlich nicht gelesen, die anderen Klappentexte, weil ich wollte mich ja nicht spoilern. Ich kann mir gut vorstellen, dass das wechselt, weil bei Redwood Love und Broken Darkness und ist ja bei New Adult sehr häufig so. Ja. Ne? Aber manchmal auch nicht. Also man weiß nie so genau. Lassen wir uns überraschen. So sieht's aus. Ich habe die ganze Zeit diesen Leuchtturm vor Augen. Ich so, so romantisch, so im Dunkeln mit den Sternen und dem Mond. Ja. Und dieser blöde Leuchtturm. Und da gehen die Östrogene schon wieder mit einem durch. Oh Gott. Okay, kommen wir zu einer Fortsetzung, die hoffentlich endlich erscheint. Wenn nicht, laufe ich da beim Verlag auf und mache da Ärger, weil das wurde schon 3-4 Mal, keine Ahnung wie oft, verschoben, dass dieses Buch erscheinen sollte. Und zwar erscheint das Feuerzeichen, die Rückkehr, oder nur Rückkehr, von Francesca Haig am 8.9. Wir werden das überprüfen. 2019. Ja, das Feuerzeichen, kurz zusammengefasst, es geht um eine Welt, in der nur Zwillinge geboren werden oder nur noch Zwillinge geboren werden. Und ein Zwilling ist halt der Alpha, der ist immer perfekt und einer ist der Omega, der ist irgendwie missgestaltet oder wie auch immer. Und die Protagonistin ist eine Omega und hat einen ganz besonderen Makel, auf den ich hier nicht näher eingehen möchte, weil das
ja, sehr spannend ist. Und auf jeden Fall beginnt sie dann halt dafür zu kämpfen, dass die Omegas nicht weiter so unterdrückt werden. Das ist das, was ich jetzt noch im Kopf habe, nachdem ich vor vielen, vielen Jahren Band 1 gelesen habe. Jo. Weil da liegt echt mega Zeit zwischen mir. Ich habe die tatsächlich daraufhin aussortiert, weil der dritte nie erschienen ist und habe gedacht, nein. Ich hatte immer Hoffnung und oh, da springt die Katze raus. Und tschüss. Dann landet sie auf dem Balkon. Ach so. Nein, ich hatte immer die Hoffnung und habe sie aufgehoben. Und ich befürchte aber, dass ich irgendwie noch mal quer lesen muss, weil sonst komme ich da nicht mehr rein. Und das ist irgendwie doof. Wirklich. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass der zweite so langweilig sein soll. Er war nicht so gut wie der erste. Langweilig hätte ich jetzt nicht gesagt, aber... Ich glaube, Jenny hat das gesagt. Aber der zweite ist ja oft so. Ja, gut. So ein Durchhänger. Hat so ein Tief, ja. Ja. Ach, ich weiß nicht. Ob ich mir die, da müsste ich die mir nochmal neu kaufen. Ja. Oder ausleihen. Ausleihen, das geht ja nun gar nicht. Könnt ihr Bücher ausleihen? Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Erstens verstauben sie in meinem Bücherregal, weil ich sie einfach da nicht lese, ja, okay, weil ich keine Zeit dafür habe. Und zweitens fühlt sich das nicht richtig an. Ja, aber wenn der zweite dann schlecht ist, hast du wenigstens... Jetzt fliegt die Katze da gleich wirklich runter, wenn das für Geld so nicht verschwendet. Oh Gott. Wenn sie schlau ist, kommt sie jetzt wieder rein. Sehr gut. Und das mach diese vor. Mach. Nein, das ist die falsche Richtung. Oh nein. Halt mal kurz. Ja, rette sie. Am 1.8. möchte ich euch jetzt vorstellen, erscheint nämlich vom Koppenrad Verlag Exit Now von Terry Terry für 20 Euro im Hardcover. Das ist das Prequel zu der Gelöschtreihe. Und dabei geht es um Großbritannien nach dem Brexit. Die 15-jährige Sam, jetzt war ich gerade irritiert, weil ich dachte, hey, du bist doch ein Typ, wenn Sam heißt, oder? Blöd gelaufen. Sie lebt in einem goldenen Käfig, hohe Mauern schirmen sie ab und ja, durch Panzerglas wird sie vor Bombenanschlägen geschützt. Panzerglas und Bomben. Prequel zur Gelöschtreihe, weil... Ja, ungelogen, ne? Was ist da los? Das war gruselig. Eines Tages lernt Sam dann aber Ava kennen, die 2 Jahre älter ist als sie, und dadurch erwacht sie aus ihrer Starre. Wieso gibt die Regierung den Jugendlichen die Schuld am Terror im Land? Warum kontrolliert die Polizei plötzlich ihre Handys und jeder ihre Bewegungen? Wohin verschwinden so viele Mädchen aus ihrer Schule? Sam und Ava fühlen sich, als würde ihnen die Luft zum Atmen abgeschnürt werden, und sie wollen sich wehren. Sie wollen herausfinden, was in dem Land vor sich geht. Hört sich ziemlich cool an, ich bin gespannt. Ich habe die Gelöschtreihe geliebt, du hast sie noch nicht gelesen, richtig? Nur den dritten noch nicht. Aber jetzt habe ich einen Grund, weil... Was ist denn mit dir? Ach, ich hab so ein Problem. Ich hasse es, irgendwie Reihen zu beenden, weil ich zum einen Angst habe, dass der letzte Mal scheiße ist und mir die ganze Reihe verdirbt und weil es dann vorbei ist. Und das Problem ist aber, ich habe das gleiche Problem mit zweiten Bänden, weil die oft schlechter sind, habe ich immer Angst, dass sie mir den ersten Band versauen. Also liest du sie einfach gar nicht. Doch, aber es steh dauert. Da mal! Sieht gut aus, wenn du da stehst. Hol mir auch den dritten, sieht es noch besser aus. Es dauert einfach bei mir, bis ich mich überwinden kann. Aber jetzt habe ich einen Grund, ja, das weil ich weiß, da kommt noch was. Ich muss das haben. Das ist gut. Aber das ist mit dieser Parallele zum Brexit, das ist gruselig. Ja, schon ein bisschen. Ja, das will ich nicht. Lass uns okay, habe ich denn was Fröhliches, was uns da wieder wegbringt? Nein, doch, doch, hier. Achso, ja, fange ich damit an. Ja, ein neues Buch von Jennifer Bemco. Ich dachte erst so, ja, nach Dark Canopy endlich, aber sie hat ja schon wieder hier Marmorkuss und so hatte sie ja auch. Ja, ja, und Himmelsfern. Genau, habe ich nur alle nicht gelesen. Und da war noch irgendwas. Noch was? Eins war da noch. Ich kenne nur die beiden, aber die haben mich alle... Wir fliegen, wenn wir fallen. Echt? Und da kam noch eins. Gut. Für mich ist es das Buch nach Dark Canopy und Dark Destiny, weil ich die anderen nicht gelesen habe. Die haben mich tatsächlich auch nicht angesprochen, muss ich sagen. Aber das ist jetzt eins, wo ich mir so denke, ja, muss ich lesen. Und zwar sind wir im August. Ach, Tatsache. War ich auch gerade. Cool, ja, sie passen, siehst du. Schön. Am 31.8. erscheint nämlich One True Queen von Jennifer Benko. Da geht es um Mylin, die in einem Moment noch in ihrer irischen Heimatstadt war und plötzlich wacht sie in einer ganz anderen Welt auf. Und zwar im Königreich, jetzt kommt's, Lyra Skye? Keine Ahnung, ob man es ausspricht. Würde ich jetzt mal behaupten. Lyra Skye? Weiß nicht. Ja, Lyra Skye. Oder so? Ja. Ski. Keine Ahnung, wie man möchte. Auf jeden Fall kommt sie dort an und bemerkt, dass einfach jeder ihr dort nach dem Leben trachtet. Alle wollen sie irgendwie tot sehen und nur knapp kann sie sich aus einer tödlichen Falle retten. Und nein, nicht sie rettet sich, ein Fremder rettet sie. So,
ist es auch viel spannender. Sie wird von einem Fremden, sie wird von einem Fremden aus einer tödlichen Falle gerettet. Und er wirkt sehr gefährlich, dennoch beschützt er sie und verrät ihr aber auch nicht, wer er in Wahrheit ist. Und dann bringt er sie zum Königshof und Mylin erfährt, was wirklich los ist. Sie soll die neue Königin werden, was in diesem Land aber ein Todesurteil ist. Das klingt ja gut. Ich bin gespannt. Das ist, wird eine Dilogie, glaube ich, ne? Da ist auch ein zweiter angekündigt. Das kann auch so schön. Ja, ist richtig. In welchem Verlag erscheint das? Ich weiß es gar nicht. Das sind die anderen schon. Ah, die anderen bei Script 5 bei Löwe. Wir werden sehen. Ich glaube, was sehen. Ich glaub, und CBT. Lass uns überraschen. Sie sieht ein bisschen aus wie Sansa auf dem Cover, finde ich. Ich habe sie zwar gerade nur im Gedächtnis und nicht vor mir. Aber egal. Ich mache auch mit einem total coolen Buch weiter. Auf jeden Fall hört es sich cool an. Es geht ja jetzt echt so in die Richtung Fantasy. Es ist echt extrem, was da so rauskommt. Diese Katzen hier, die irritieren mich total. Sie wimmeln die ganze Zeit hier vor sich hin, wenn sie mich putzt. Und zwar erscheint The Kingdom, das Erwachen der Seelen von Jess Rosenberg. Keine Ahnung. Rosenberg, keine Ahnung. Wird irgendwie so geschrieben oder keine Ahnung. Wer weiß das schon genau? Läuft es auch, oder? Toll. Rotenberg. Rotenberg. Im Oettinger Verlag am 19.08. für 20 Euro im Hardcover. Dabei geht es darum, dass hinter einem verborgenen Tor The Kingdom liegt. Eine Fantasy-Erlebniswelt, ein Fantasy-Erlebnispark mit biotechnischen Lebewesen voller Schönheit und Einzigartigkeit. Unter ihnen 7 makellose Prinzessinnen, die dir jeden Wunsch erfüllen. Szenenwechsel, Gerichtssaal, Prinzessinnen Anna soll den Parkangestellten Owen ermordet haben, für den sie Gefühle hatte. Doch künstliche Intelligenzen können auch eigentlich gar nicht in der Lage sein, Gefühle zu entwickeln, oder? Ob das so ist oder nicht und was genau da alles hinter diesem Park sich zu verbergen scheint und hinter diesen künstlichen Intelligenzen, wird man wohl herausfinden, wenn man es liest. Ich find's richtig cool, denn das hat so was ganz Spezielles. Das ist so unsere Zukunft gefühlt, ne? Das erinnert mich an irgendein anderes Buch, aber ich komme gerade nicht drauf. Diabolik? Ja! Dankeschön! Genau! Mit diesem, sie dürfen eigentlich nichts empfinden und so. Ja, ja, und sie sind dafür, aber die sind ja dafür da, um die Leute zu schützen und hier sind sie eigentlich dafür da, um die zu bespaßen. Hört sich jetzt verkehrt an, wenn ich das so sage, oder? Egal. Aber das Cover ist auch wunderschön, wie ich finde. Ich bin wahnsinnig gespannt auf das Buch und freue mich da schon riesig. Dann ein Buch, zu dem ich nicht so viel sagen werde, weil ich mir das gar nicht durchlesen möchte, weil das ein Spin-off ist von einer Reihe, die ich noch nicht gelesen habe, aber eventuell jetzt doch noch lesen werde. Warum, erzähle ich euch gleich. Und zwar erscheint von Leigh Bardugo King of Scars. Das ist ein Spin-off zur Grisha-Reihe. Ja. Was ist es eigentlich? Nee, ich habe das da drüber. Achso. Okay. Du bringst mich vollkommen aus. Ignoriert mich. Erscheint am 1.8. und ist ein Spin-off zur Grisha-Reihe, die ich noch nicht gelesen habe, aber eventuell jetzt doch lesen werde, denn im Oktober kommen die ganzen Grisha-Bücher, also die Trilogie, in einen Schuber heraus. So sieht's aus. Ja, und das ist für mich ein Punkt, warum ich mir überlege. Voll cool, ne? Das Reich der 7 Höfe habe ich auch gesehen, kommt auch als Schuber raus, ja. Die habe ich ja schon postet. So sieht's aus. Naja. Aber naja. Für alle, die es gelesen haben, es geht in dem Dings um einen gewissen Nikolai und irgendwie bei Amazon stand da in der Beschreibung, das ist wohl der beliebteste Charakter irgendwie gewesen, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr es gelesen und könnt damit was anfangen. Aber ja, mehr möchte ich nicht sagen, weil ich will es nicht lesen. Also sie will schon lesen, sie wollte sich nur den Inhalt nicht durchlesen, meint sie. Weil ich will mich ja nicht spoilern. Aber ist schon ein bisschen blöd, ne? Das kommt jetzt im August raus, Grisha kommt erst im Oktober raus, heißt du müsstest noch ewig hören. Aber ich bin eh gespoilert eigentlich, weil ich ja das Lied der Krähen gelesen habe, was ja in der Welt spielt. Und da erfährt man ja gewisse Dinge, aber die habe ich wahrscheinlich alle schon wieder vergessen. Deswegen habe ich das Lied der Krähen noch nicht gelesen. Aber das klang so gut. Grisha steht da und guckt mich böse an, weil es also da schon ewig steht. Die hat es jetzt aber auch schwer mit der Grisha. Dings bei mir, ne? Nachdem ich das Lied der Krähen gelesen habe. Blöd. Schauen wir mal. Mein letztes Buch, dann sind wir mit dem Video auf meinem Kanal fertig und switchen zu Franzi. Also wenn ihr neugierig seid, was wir da noch so auf unseren Zettelchen stehen habt, müsst ihr bei Franzi vorbeischauen. Ich verlinke euch das Video in der Infobox. Ist Ashes and Souls, Schwingen aus Rauch und Gold von Ava Reed. Ava.
ihr wisst, ich mag Ava total gerne, nicht nur als Mensch, sondern auch als Autorin. Sie schreibt wirklich wahnsinnig gut. Das Ganze erscheint im Löwe Verlag am 18.09. für 18,95 Euro im Hardcover. Dabei geht es um Prag, die als goldene Stadt betitelt wird. Doch für Mila ist sie viel mehr grau, denn sie hat eine besondere Fähigkeit, sie kann den Tod von Menschen vorhersehen und dadurch verliert einfach alles in Milas Augen an Farbe. Es hat so ein bisschen was mit Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Gut und Böse, zwischen Menschlichkeit und Ewigkeit zu tun. Und gleichzeitig geht es um den ewigen Escher, der im Reich der Dunkelheit zu Hause ist. Und eigentlich hält er sich aus allem raus, was mit Menschen zu tun hat, weil das einfach nicht seine Angelegenheiten sind. Doch dann tritt sein alter Gegenspieler Tariel wieder auf den Plan, denn er zeigt Interesse an einem Menschen und dieser Mensch ist Mila, denn sie hat halt eben diese beschriebene Fähigkeit. Und was es genau damit auf sich hat und in welchem Rahmen sie halt das Interesse dieser beiden Männer weckt, das werden wir herausfinden, wenn es soweit ist. Das Cover ist mega düster, voll cool. Ich bin gespannt, wie Ava Fantasy schreibt, weil von ihr habe ich noch nichts Fantasy-lastiges gelesen. Bislang immer nur so realistische Geschichten, die ich wahnsinnig gut fand. Und ja, ich lasse mich einfach mal überraschen und freue mich. Das ist ganz weit oben auf meiner Wunschliste. Klingt ja. Ja, auf jeden Fall. Und Ava ist einfach echt jemand, der schöne Worte findet für tolle Bücher. Ja. Ja, das war's von uns. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, auf welche Bücher ihr euch so mit am meisten freut. Und ansonsten, schaut bei Franzi vorbei. Schaut das Video. Wir haben ja, ich kann da ja nur für mich sprechen, weil ich mein Zettel hier jetzt gerade so sehe, hab noch einige coole Bücher auf der Liste. Ich auch. Und auch ja. Was nicht Fantasy-mäßig ist. Und ein Highlight. Okay. Yay. Franzi teasert das hier so an und ihr denkt alle nur so, ich will's auch sehen. Vielleicht laden wir es erst 2 Tage später. Nur um euch zu ärgern. Oha. Bahaha. Nein, Spaß. Habt noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao. Tschüss.